Ich begrüße Sie aus dem Bayerischen Nationalmuseum und wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. Jedes Jahr ist in seinen Anfängen unwägbar, dieses Jahr sicher ganz besonders. Trotzdem versuchen wir, an unseren Planungen festzuhalten. Es wird Neues geben im Bayerischen Nationalmuseum. Wir arbeiten etwa an der Erneuerung der Dauerausstellung in kleinen Aspekten. Aber es wird auch interessante Sonderausstellungen geben. Zunächst werden wir die Sonderausstellung eröffnen, die bisher schon steht und die Sie noch nicht gesehen haben. Kunst und Kapitalverbrechen. Veit Stoß, Tilman Riemenschneider und der Münnerstädter Altar. Eine spannende Geschichte um Kunst und Verbrechen. Es gibt Ausstellungen, die Sie vielleicht noch nicht gesehen haben, weil wir sie schließen mussten. Etwa zur Büste des heiligen Zeno, einem wunderbaren Goldschmiedewerk der Spätgotik. Oder zu den barocken Ölskizzen aus der Sammlung Reuschel, Unsterbliche Götter. Aber es wird auch Neues geben. Im Sommer werden wir eine Ausstellung zeigen zu den Geburtstagsadressen von Prinzregent Luitpold, grandiosen Werken des Kunsthandwerks um 1900. Denn Prinzregent Luitpold wäre in diesem Frühjahr 200 Jahre alt. Mit einem saloppen Thema der Trinkkultur, Schnaps trinken, dürfen Sie gespannt sein, was wir aus solchen Dingen machen. Und zum Ende des Jahres hin, in der hoffentlich wieder normalen Adventszeit 2021, zeigen wir neben unserer grandiosen Krippensammlung Krippen des 20. und 21. Jahrhunderts. Weihnachtskrippen der Moderne, auch das ein spannendes Thema. Behalten Sie Zuversicht. Loten Sie Perspektiven aus, so wie wir das tun und wie das diese beiden Putti hinter mir tun von Januarius Zick, der den Seesinn gemalt hat. Zwei kleine Kerle, die mit einem Fernrohr unter dunklen Wolken ins Licht des Horizontes blicken, Perspektiven suchen und zuversichtlich in die Zukunft schauen. Das tun wir auch. Vielleicht darf ich Sie hier begrüßen. Es gibt bei uns immer etwas anzuschauen. Vielleicht auch hier in Saal 94 bei den Putti von Januarius Zick. Ich würde mich freuen.